Hey Freunde, bevor es losgeht. Abo, Glocke oder andersrum, keine Ahnung. Dann kriegt ihr mit, wann das nächste Video kommt. Ihr verpasst unser nächstes Geschmack nicht. Kostet euch nichts und... Win-win. Genau. Genau. Und jetzt geht's. Los geht's. Yo! Fantasy Liga. Blasphemous ist jetzt neu rausgekommen. Das habe ich jetzt sogar wirklich mal angezockt. Das ist so ein Side-Scroller, Schnetzel, sauschwer. Okay. Dark Souls als Jump'n'Run quasi. Ja, was mir auch gar nichts gesagt hat, waren die Flüsse von London. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic-Review. Wir haben ein Rezensionsexemplar aus dem Panini-Verlag. Herzlichen Dank dafür. Habe ich in der Panini-Vorschau gesehen und habe mir gedacht, boah, voll gut. Wir haben die Flüsse von London Band 1 Autowahn. 17 Euro, 136 Seiten im Softcover. Autor ist Ben Aronowitsch, ist unter anderem auch ein Romanautor und das Ganze stammt nämlich von einem Roman. Hab's gehört. Mhm. Ja. Und wir haben als Zeichner Andrew Cartmell und Lee Sullivan. Jawohl. Jo. Cover ist ja gezeigt. Wir haben da vorne ein Audi oder ein BMW. Ich weiß es nicht. BMW. Wir haben ja keine Marken. Doch. Tatsächlich. Es geht, also erstens haben wir die Marke. Es geht explizit um BMWs. Geht es explizit um BMWs. Verdammt. Verdammte Hacke. Ja, Wahnsinn. Produktplatzierung hier oben. Ja. Danke an BMW. Wir fahren jetzt dann mal weg. Ja, die Flüsse von London hat mir gar nichts gesagt und genauso ging es mir auch nach dem Comic. Hat mir auch immer noch gar nichts gesagt. Nee, Quatsch. So schlimm war es nicht ganz. Ich fand ihn nur ultra langweilig. Das Problem ist, ich bräuchte jetzt die Panini-Vorschau, die wir in der damals drin war, weil da war der Klapp oder dieser Zusammenfassungstext, war mega interessant. Hm? Und der steht jetzt hier nicht mehr drauf. Ja. Ja. Kennt ihr den Film von Stephen King, die Geschichte mit dem verhexten Auto? Na, wie hieß der wieder? Dolores? Nee, Dolores war... Dolores ist die komische Frau, glaube ich. Carrie ist die Feuer... Ding? Ist das Feuerteufelkind. Aber das war doch auch irgendein Mädchenname, glaube ich. Carrie. Oder? Ja, Carrie habe ich ja gerade gesagt. Gott, bin ich doof. Ja, Carrie ist das Feuerteufelkind. Mensch, genau. Gut, dass wir das auf Video haben. Ah, geil. Oh, Alter, wie hieß denn der Film? Das war doch auch so irgendwie so ein Mädchenname, oder? Ich weiß, ja, es war ein Frauenname. Egal, jedenfalls, das ist die Story. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiedersehen. Schön, dass ihr dabei wart. Haut da rein. Ich mach jetzt aus. Das wäre die kürzeste Rezensionsexemplar-Review, die wir gemacht hätten. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, der Michael war total heiß drauf, hat mich auch heiß drauf gemacht. Hat gesagt, geil, bestell mal und so. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, nehme ich mit. Ich fand den Text auch ganz nice. Es geht darum, wir sind in unserer normalen Real-Welt, wo es halt Hexerei, Zauberei gibt und wir haben einen Ermittler, der extra bei Scotland Yard gibt es extra so ein eingeführtes paranormales Eckchen. Mehr kann man es ja nicht nennen, ja. Weil offiziell wird es ja verschwiegen. Und der Typ wird halt, wie Sherlock Holmes, immer zu den krassen Fällen gerufen. Genau. Ja. Und jetzt hatten wir dann irgendwie einen Unfall mit einem Auto und dann wurde er dazu gerufen, warum auch immer, weil Baum. Ich habe das nicht verstanden, warum er auf einmal da war. Ich habe keine Ahnung. Er hat es halt irgendwie geahnt, dass da irgendwas komisch ist. Sowas funktioniert bei mir in Comics immer sehr gut. Wenn auf einmal irgendeiner auftaucht und sagt, ja, ich kenne mich aus, ich habe es geahnt. Alter. Ja. Läuft bei dir? Alles klar. Ja, ich... schwierig. Leute, der Comic ist echt schwierig für mich, weil ich fand ihn sehr langweilig. Okay, ich weiß... Ich fand ihn einfach langweilig. Die Story war halt echt langweilig, weil es war alles voraussehbar. Es war keine Spannungskurve also, für mich da. Was gut erklärt war, warum die Autos irre geworden sind, beziehungsweise warum es mehrere Autos waren. Das war auch schön ganz erklärt. War ganz cool gemacht, dass quasi aus diesem einen Vorfall, der diesem ganzen Ding zugrunde liegt, dann mehrere Autos resultiert haben. Das fand ich schön gemacht, cool. Weil normalerweise ist es einfach immer so, dieser eine Geist, der sich dann halt weiter überträgt oder immer in dem einen Auto bleibt. Und, ja, das war da nicht so. Also, das war da nicht so. Das war ganz cool gemacht. Das war gut gemacht, ja. Aber ich fand auch die Charaktere langweilig. Ja, so, vor allem, was war der komische Ausbilder von ihm, der dann mit seiner Weltkriegsgeschichte da ankommt und dem Oldtimer da? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Also, ich weiß nicht, wie die Romane sind. Vielleicht hatte die Romane jemand gelesen, die wahrscheinlich sind sie um einiges besser. Ich hoffe es. Aber ich fand es nicht gut. Nee, leider nein. Also es ist ziemlich geradlinig. Ja.
Und ja, bis auf diese eine Geschichte, dass es sich eben auf mehrere Autos ausgebreitet hat und wie es sich ausgebreitet hat, ansonsten ist es total vorhersehbar. Ja, tatsächlich leider schade, war nichts gewesen. Wie gesagt, ich fand die Charaktere auch sehr flach und sehr lang. Ich fand die Charaktere echt langweilig und wenn Charaktere langweilig sind, dann habe ich Schwierigkeiten, der Sache zu folgen. Halt. Zeig mir noch ein paar Bilder, ne? Also, achso, hast du überhaupt du hast gar keine Bilder gezeigt, gell? Ich glaube, ein paar habe ich gezeigt. Die Zeichnungen sind schön, da gibt's nichts. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Stil, weil es mir cartoony halt. Was mir zu cartoony und zu glatt und zu sauber ist irgendwie. Ja. Na, schau mal her, die Gesichter haben okay, keinerlei Konturen. Ja, ja, stimmt. Da oben eine Stirnrunzelfalte, ja, und das gut war's. Ja, hat er schon recht. Hat er recht. Kann man mögen, vor allem, weil es hinten drauf eigentlich, ja, das sieht man schon auch, ne? Ja. Und vor allem, warum kann der das? Warum kann der das? Diese Geschichte ist, es ist halt wieder, hier geht es mir so wie bei einem Manga oder bei einem Anime, mir kommt schon wieder so vor, als würde mir die Hälfte der Story fehlen halt. Ja. Ich werde irgendwo reingeschmissen. Wie gesagt, er taucht halt auch einfach irgendwo auf und sagt, ja, er hat es geahnt, dass er hier gerufen werden musste, weil, ne, Baum, ich weiß es halt nicht. Und, ja, schwierig. Es hat mich so ein bisschen an den... Nicht nur Blättern, auch reinhalten. Es hat mich so ein bisschen an, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, den wir am Gratis-Comic-Buchtag vorgestellt haben, den Schwarz-Weiß-Comic, der so furchtbar war, der leider auch nochmal auftauchen wird in Apparat. Ach Gott, ja. An das hat es mich irgendwie erinnert, weil es war auch so dieses, ja, ich weiß, was passiert ist, weil ich super bin. Ja, uns fehlen hier irgendwie, also mir kommt es ja aus und ich hasse sowas ja. Ne? Wenn ich an irgendeine Story geschmissen werde und ich so dieses Gefühl habe, mir fehlt die Hälfte der Person, das Hintergrundwissen um die Person, um die Story richtig begreifen zu können. Halt. Ja. Und so geht es mir halt auch. Vor allem, wer ist die Tussi im Fluss halt? Warum lebt die da und warum hat die da dieses... Die Tussi im Fluss ist der Geist und zwar... ist es ich glaube, ihre Mutter ist der Geist, der Wassergeist der Themse oder ja, so. Ja, warum ist sie sowas dann genau immer... Ja. Keine Ahnung, ey. Frag mich nicht. Es ist... Also warum sehe ich dann sie und nicht die Mutter halt? Ich weiß es nicht. Ich guck mal nach, vielleicht finde ich es ja noch raus. Und wer ist die Haushälterin und warum redet die nicht? Wisst ihr, das sind so Sachen, ich habe da so viele Fragen und das nervt mich dann einfach nur. Es werden halt einfach Charaktere... Da ihre Mutter die Göttin der Themse ist. Ja, wow. Ja. Und warum sehe ich dann sie und nicht? Sie hat mir von dem Mann im Wagen erzählt und dass da noch etwas anderes wäre. Etwas sei seltsam daran. Da ihre Mutter die Göttin der Themse ist, glaube ich ihr im Allgemeinen, wenn sie sagt, dass etwas seltsam so, ist. Damit hat sich die Frage auch erledigt, warum er jetzt dann da war. Gott sei Dank, danke nochmal für diese Auffrischung. Ich hatte das echt vergessen, dass sie ihm das erzählt hat. Okay, dann macht es ein bisschen mehr Sinn. Also, vergesst alle 20 Sätze, die ich vorher gesagt habe. Es macht alles Sinn, es ist ein guter Comic, lest ihn. Nein? Red bitte weiter, ich google jetzt noch schnell, wie der Autofilm heißt. Der Autofilm, gib mal an, Stephen King Autofilm. Stephen King Autofilm. Oh ja, ja. Meinten Sie vielleicht? Christine. Ach, Christine, danke. Hm? Da war aber auch wenigstens das Auto schöner als hier. Oh, Alter. Auch noch kein BMW. Nee, also, wie gesagt, okay, den einen Kritikpunkt kann man davon schmeißen, er wurde uns nicht einfach so serviert, obwohl er uns trotzdem einfach so serviert wurde. Ja. Und auch andere Charaktere, wo ich einfach sage... Ja, vor allem, warum kann der mit Geistern reden? Ja, keine Ahnung. Und die andere, warum kann er zaubern? Wer ist er eigentlich? Wer ist der Typ? Ja, wer ist er? Und warum ist er da? Ich check's nicht, das ist halt einfach... Und wer ist die Haushälterin, die nicht spricht? Und ich meine, am Ende, wisst ihr, was das Beste an dem Comic ist? Am besten an dem Comic sind eigentlich am Ende die Geschichten, die noch drin sind, weil die klären... Ja, ja genau, die sind gut. Die sind gut. Wirklich gut halt. Da kann man was zeigen. Das sind so einseitige Kurz- oder zweiseitige... Einseiter, Zweiseiter. Die ist so geil. Die sieht richtig schön aus. Halt sie rein, ja. Ja, ja, hier. Na, so. Das ist jetzt die längste, die geht über ein paar Seiten. Bitte bis 5 Sekunden reinhalten, sonst haben wir wieder Beschwerden. Ah, nee. Nee, das ist die Zeig mal, über mehrere Seiten. Das ist auch geil gezeichnet. Das ist mega. Das sieht richtig gut aus. Das hätte ich gerne als Comic. Ja, hat es nicht gegeben. Von mir aus auch nur so 40 Seiten, ist egal, aber das ist so gut gemacht. Das war echt schön. Da werden halt noch ein paar... Und da ist auch die Auflösung wieder komisch. Da werden halt so ein paar Charaktere eingeführt und gezeigt, hier diese kleine Weihnachtsgeschichte, wo sie dann alle zusammensitzen und trotzdem ich nicht weiß, warum die sich alle kennen, woher sie sich kennen und warum sie alle miteinander abhängen. Oder die komische Haushälterin, die einen Hund badet. So what? Ich check's auch nicht, ja. Ja, aber die sind auf alle Fälle witzig und irgendwie interessant gemacht. Also das ist, die finde ich. Jetzt, weil ich es gerade sehe, jetzt sag mir nicht, dass das hier die Auflösung der Charaktere ist, oder? Nee. Okay, Biografien. Ja, Lee Sullivan startete seine Comic-Karriere bei Marvel UK mit Transformers. Autoren und Dinge. Okay, alles klar. Wow, das wäre es jetzt gewesen, jetzt hätten wir uns richtig ins Fettnäpfchen gesetzt. Dann hätten wir das Ganze abgebrochen und neu gedreht. Ja, ohne Scheiß, dann hätte ich jetzt erst den Text gelesen.
Ja. Nee, also ganz ehrlich, sorry, war nicht meins. Ich kann es auch gerade schwer vergleichen mit irgendwas. Ja, wie ist jetzt Christine? Christine, keine Ahnung. Wer Krimi mag, ich versuche gerade einen Vergleich zu finden für Leute, die es vielleicht mögen könnten. Krimi, Mystery-Krimi mit Magie, Harry Potter-Style ein bisschen, ich weiß es nicht. Okay. Ja, so ein Mix aus allem. Für mich ist es halt so ein, ist ein Genre-Mix aus allem möglichen Zeug, weißt du? Und ja, that's it. Witzigerweise habe ich mir gestern mal einen Tatort angeguckt. Oh, oh. Bist du schon in dem Alter, ja? Der hast du nur Tatort geguckt? Der war genauso furchtbar. Wisst ihr, was ich geil finde? Ich weiß kann mir den Michael gerade, sorry, dass ich jetzt gerade so dazwischen gerätscht habe, aber es spielt gerade in meinem Kopf. Kann mir den Michael so richtig gut vorstellen, wie er dann zu Hause wie ein englischer Sir mit seinem Abendmantel. Mit dem Morgenrock. Mit dem Morgenrock. Oh, und wow, dann mit so einer Pfeife und dann mit so einem Monokel halt sich in seinen Sessel setzt und dann wie ein Sir den Fernseher einschaltet und dann den Tatort zu genießen. Dann könnte ich mich dran gewöhnen an die Wurst. So, nein, ja. der war auch furchtbar. Okay. Und der, da war es auch so, irgendwie, kein, also dass die Spannung irgendwie nicht da war und irgendwie ganz, so ganz viel Geschwurbel irgendwie. Stimmt, es ist auch keine Spannung, sorry, es ist von Anfang an für mich keine Spannung da, das stimmt auch. Das ist überhaupt kein Spannungsbogen, weil wir wissen, okay, die Autos haben, mit denen ist irgendwas, es gibt einen Mordfall, aber es ist, doch, Tatort ist eigentlich ein geiler Vergleich. Ja, und dafür stehe ich auch nicht, warum das... Es fängt am Anfang beim Tatort ja tatsächlich mit einem Mord an. Entweder wir sehen ihn oder wir sehen ihn nicht. Das ist ja immer so. Manchmal wird auch nur die Leiche gefunden und dann alle so... Ne? Und genau, dann kommt die Tatortmusik und dann wird ermittelt. So. Und hier ist es ja genauso. Genau. Das ist wie ein Tatort, ja. Tatort mit Magie. Ja. Einer der schlechteren. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass es bessere gibt. Gibt einen zweiten Teil. Oder also nicht dazu, aber es gibt noch einen Comic. Die sind aber unabhängig voneinander, ja, genau, weil ich das mitbekommen habe. Und zwar geht es da dann um Bodywork. Ach nee, das ist Bodywork. Bodywork ist das hier. Ja, ist das, der ist hier. Das hier. Ja. Hier, da geht's weiter. Genau. Nein, Bodywork. Nee, das sind auch immer noch dieselben Rivers of London. Das ist alles Bodywork. Ja. Okay. Es gibt auf jeden Fall einen zweiten Teil. Und der Buber ist auch da jetzt und sagt, wir sollten jetzt einfach aufhören, das in die Länge Rum. Zu ziehen. Sollten aufhören, es in die Länge zu ziehen. Okay, wir haben genug gesagt zu den Comics. Sorry, Leute. War nicht unser Ding, aber... Wir fahren jetzt mal von der Autobahn runter. Wir fahren jetzt mal von dieser Bahn runter, ja. Genau. Bleib kiek, bleib nötig, heb die Haare. See ya. Brumm. Brumm.